Das dauert aber so lange. Boah, was für ein Kriegsgebiet, ey. Von hier in dem Bereich ist einfach alles Kindergarten gewesen. So, wir haben da jetzt, oder? Ja, irgendwo bei 1000 Punkte. Und hierbei fehlt uns noch das letzte Stück. Das können wir ausbauen. Die Basis wird komplett sein. Wir haben übrigens zwei neue Beweise. Die können wir uns eben schon angucken. Ich möchte mich euch anschließen, ehrlich. Ich habe Infos. Bring ihn zum Captain. Wir werden sehen. Alles klar. Los, aufstehen. Ihr bereut es nicht, ich schwöre. Hey, du da! Los, gib das her! Oh, okay. Soldaten des Last Man Battalion, hier spricht euer Befehlshaber, Lieutenant Colonel Charles Bliss. Ich weiß, nicht wenige von uns waren wütend, als man beschloss, uns zurückzulassen. Viele sprachen sogar von einem Todesurteil. Aber ich sah mich in dieser Stadt um und erkannte eine Gelegenheit. Ich sah, wie sie war. Und ich sah, wie sie wieder werden kann, wenn jemand den Mut hätte, dafür zu kämpfen. Wenn es Männer gäbe, die bereit wären, auf die Straße zu gehen und sie dem Gesindel und dem Abschaum wieder zu entreißen. Zu machen, was unsere feige Regierung und ihre vor Angst zitternden schwachen Soldaten sich nicht wirklich getrauen. Nämlich kurzen Prozess zu machen mit Lügnern, Mördern und Dieben, die den Frieden letztlich verhindern. Wir blicken nicht zurück, wir lassen uns nicht beirren, wir werden was Nötiges tun, um allen jenen, die zu uns stehen, eine bessere Zukunft zu sichern. Und jene, die gegen uns sind, möge Gott ihren Seelen gnädig sein. Bliss out. Okay. Haben Sie das jetzt? Weil bei Gott, ich mache das nicht nochmal. Hier haben wir alles komplett. Hier fehlt uns nur einer. Und hier haben wir auch schon alles komplett. Gut, so. Dann gehen wir doch mal die Basis ausbauen. Müssen wir mit dem mal reden? Wie ist mit dem? Wen haben wir denn da? Hey, hey, das ist unser Held der Stunde. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand das schafft, worum wir sie gebeten haben. Das Beste ist, dank Ihnen können meine Ersthelfer dahin, wo wir sie am dringendsten brauchen. Nicht schlecht für den Staat, hm? Man lernt nie aus. Sehen Sie, alle Verbrecherbanden, mit denen wir zu tun hatten, sind auf der Flucht. Es sind noch welche da, aber es sind deutlich weniger. Das merkt man. Die Einwohner fühlen sich wieder sicher genug, um auf die Straße zu gehen. Die JTF hat Sarah geholfen, ihre Hilfszelte wieder aufzubauen. Um den ganzen Block stehen die Leute Schlange, um sich Nahrung und Medizin zu holen. Wir fangen endlich an, etwas zu verändern. Ich habe den Besitzer von meinem Feinkostgeschäft in Queens getroffen. Der denkt wirklich darüber nach, den Laden irgendwann wieder aufzumachen. Tja, wenn ich mich anstrenge, erkenne ich fast mein altes New York wieder. Wer hätte es gedacht? Okay, genug Schulterklopfen für einen Tag. Das LMB geht uns immer noch auf die Nerven. Ich habe zu tun. Das gilt auch für Sie. Also los. Hey, die sind richtig gut, Mann. Er lobt uns, wow. Gut, dann machen wir nochmal hier die letzten... Erstmal gehen wir uns die Sachen holen. Wow, ein grünes Teil, wow. Zum Glück hat er mir ein grünes Teil gegeben. Ich wusste nicht, was ich denn machen soll. Eine bessere Auswahl finden Sie nirgendwo. Ja, glaube ich auch, aber ich habe keinen Dachs in Level 30. Wir sehen uns. Gut, dann bauen wir es mal hier aus, komplett jetzt. So, die Kaserne. Großartig. Jetzt, da dieses Zeug installiert ist, können wir endlich richtig arbeiten. Gut gemacht. Gut. So, dann haben wir den Flieger ausgebaut. Jetzt gucken wir uns die Kaserne auch nochmal an. Die beste Ausrüstung für die Das ist großartig, Agent. Diese Kaserne hilft uns, unsere Leute für schnelle Eingriffe in der Nähe zu haben. Okay. Die besten Angebote der Stadt. Die hat einfach 480.000 kostet die Waffe einfach mal eben. 478.000 kostet die Waffe mal eben. Keine Sorge, kommen Sie einfach mal wieder. So.
Dann gehen wir in den Medizinflügel, weil wir sollen mit der Dings uns reden, mit der guten hier. Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber ich glaube, wir haben etwas. Dank Ihnen haben wir die genetische Drift des Virus endlich geknackt. Und ich habe die komplette DNA identifiziert, die Amherst zusätzlich eingebaut hat. Und dank der Proben, die Sie von den Überlebenden haben, konnte ich Antikörper gegen unser freundliches Killer-Virus aus der Nachbarschaft gewinnen. Und ich konnte eine Roadmap für einen Impfstoff entwickeln. Hier ist es. Sehen Sie selbst. Normalerweise würde ich die Entwicklung gerne selber leiten, aber die in Ann Arbor sind ein bisschen besser dafür ausgerüstet und ich sitze leider hier mit Ihnen fest. Schon gut. Hier gibt es weiß Gott genug Arbeit für mich. Und da Channing Co. und vielleicht Amherst noch da draußen sind, bedarf es nur eines Psychos, der die richtigen Fragen stellt. Und da ist der Typ schon wieder. Der die Prompte sagen Sie, dazu kommt es nicht. Bitte. Dr. Kendall, Sie werden im Aufwachraum benötigt. Dr. Kendall. Wie gesagt, viel zu tun. Hey. Sowas überleben wir nicht nochmal. Also bitte. Okay. Gut, hier kann uns noch ein bisschen Stoff klauen. Dann gab es noch einen blauen Stoff und dann bauen wir den Medizinflügel komplett aus. Katastrophenhilfe. Bruchbude, okay. Wir haben neue Vorteile bekommen, okay. Wir haben eine große Hürde genommen. Mit der Katastrophenhilfestation können wir Vorräte an die Zivilisten verteilen, die sie brauchen. Gute Arbeit. Ach, da haben wir die direkt schon hier. Cool. Gut, dann müssen wir nochmal nach oben. Hals- und Beinbruch. Ja, und jetzt das letzte Ausbauen hier. Hey, man glaubt's nur, wenn man's sieht. Erfreuen Sie sich an Manhattans besten Angebot. Okay, wo kommst du denn her? Ach, der wird jetzt gepatcht. Kann man jetzt mit der Identität sammeln. Nice. Alter, so viele gelbe Sachen. Machen alles Blaupausen. Schade, dass Sie nichts gefunden haben. Ich habe einfach nicht genug Geld. So, und dann, ja, hier. Der Vision Tech ausbauen. Nicht schlecht. Dieses neue Gerät könnte sehr nützlich sein. Gut gemacht. Ja, Fähigkeiten können angelegt werden, okay. So, wo haben wir dich denn? Da haben wir dich. Oh ja, eine Analyse-Spezialeinheit, die sich um die verschwundene erste Welle kümmert und den coolen Technikkram repariert. Ich kann's kaum erwarten, das Zeug in die Finger zu kriegen. Gut, das kriegen wir auch überall unsere Sachen. Hauen Sie schon ab. Hey, gibt's irgendwas, das Sie brauchen? Hier schon, aber ich habe nicht das Geld dafür, leider. Deswegen muss ich leider gehen. So, gehen wir zu dir. Damit kann ich eigentlich auch schon leben mit der hier. Ja. Vielleicht zum jetzigen. Ja, die kaufen wir. So, verkaufen. Verkaufen wir die hier. Die. Warte mal, schon gibt's bessere Waffenmods. Das kann ich mir dann schon schauen. Der macht mich wirklich besser. Und sie schaut den Grün an. Das Beste im Distrikt. Ja, ne, so, wir wollten verkaufen. Und zwar den hier. Falls Sie noch was brauchen, lassen Sie es mich wissen. Kommen Sie ruhig her und sehen Sie mal. Du hast Handschuhe für mich, oh, cool. Die machen mich vom Schaden her. Guck mal, Leben, Alter, die machen mich ja zum Tank. What the fuck? Ist weniger Schaden auf dem Tank sein? Klingt fair.
Kümmern Sie sich um die Ausrüstung und sie kümmert sich um Sie. So, zack. Ich will dir zum Tank. Wollen Sie mein Angebot sehen? Na, du hast nur leider kein gutes Angebot, leider, Junge. So, gut. Glauben Sie mir, das war ein Bombengeschäft. Die Karte kann man sich auch noch mal angucken. Mal aufmunitionieren wäre cool. Hier ins Lager. Hey, haben Sie irgendwas mit dem Tod dieses Cleaners-Typen zu tun? Ich habe alle Cleaner getötet. Ich habe jeden einzelnen von ihnen abgeschlachtet. Gut, dann gehen wir halt mal auf Reisen, würde ich sagen. Und ich fahre natürlich die hohen Häuser erstmal zuerst ab, würde ich sagen. Den haben wir noch eins, das kann man noch betreten. Na, hier könnte man anscheinend die LMB erledigen. Puh, aber wir rüsten uns erstmal aus, damit wir die Dark Zone können, würde ich sagen. Dass wir den Dark Zone leveln können. So, bist du Händler? Sie betreten einen sicheren Bereich. Ja, ich will nur den Händler haben. Der ist da hinten. Ich bin gefangen, Hilfe! Ich will auch nur zum Händler. Kommen Sie und schauen Sie! Was Sie sehen, wird Ihnen gefallen. Ja, der hat auch nur. Ich bin da, wenn Sie sich umentscheiden. Na, ja, du hast nichts Gutes für mich. Wir fahren jetzt wirklich jetzt zum Haus ab. Worauf warten Sie? Alles zu verkaufen. Sniper. Was? 21k? Zu... Achso, das ist meine Scar. Okay. Wir sehen uns. Besser denn meine Sniper jetzt momentan. Sniper, Sniper, Sniper. 31. Da brauchst du die nicht unbedingt kaufen. Ich dachte gerade so, what the fuck? Ich habe echt gerade gedacht, so einfach so, ja, alles klar, bei ihm so über 15.000 zusätzliche Schadenspunkte. Schaden einfach mal von 7-facht, alles klar. Aber leider nur Wunschdenken. So, dann schauen wir hier. Fällt Ihnen was davon? Eine Schutzweste, die könnte mir gefallen. Welch Mensch. Die gefällt mir aber doch nicht. Irgendwann, ja, irgendwann lassen wir vielleicht mal was verkaufen. Wenn immer vernünftigen Stuff was, Mann. So. Boah, ich muss auch in der Dark Zone leveln gehen, ey. Puh. Und ich habe immer noch solche Sachen, die ich nicht holen kann. Komischerweise so. Jetzt sind wir ja. Nein, Schutzweste. Ach, scheiße. Ich sag ja, ich klappe jetzt jedes Schutzhaus ab. Was Sie brauchen? Und? Was gefällt Ihnen hier? Doppelläufige Schrotflinte sind ganz nice, ne? Keine große Sache. Doppelläufige hat ziemlich Munition. Das sieht auch nicht so cool. So, dann war ich mal eben schnell die Heizung ausmachen, während er hier rüber marschiert. So, für den Händler musste ich nach unten, glaube ich. Oder? Ja,
Das sieht gut aus. Oh, hier ist gar keiner irgendwie in dem Plan. Oh, gerne. Hey, man glaubt's nur, wenn man sieht. Erfreuen Sie sich an Manhattans besten Angebot. Können Sie erscheinen ja noch weiter runter. What the fuck? Ich will nicht komplett zum Tank mutieren. Ja. Was bringt es mir als Tank rumzulaufen? Weil ein paar Fähigkeitspunkte gehen richtig ab. Na komm, den kaufen wir doch mal. Denn ich wollte auch noch ein bisschen auf Fertigkeitspunkte gehen. Dann würde ich hier ein bisschen mehr heilen und alles. So. Nächstes Schutzhaus, das ansteuern werden. Und natürlich, wenn wir durch alle Schutzhäuser gegangen sind, sollten wir eigentlich komplette Ausrüstung gehabt haben. Händler da. Ich sehe ihn an, dass Sie etwas kaufen wollen. Dann eine Militärversion. Der macht 35.000. Wie viel macht meiner? 21.000. Das ist deutlich besser auf jeden Fall. Die Sniper sieht hammer aus. Ja, jetzt kostet die 45.000. Boah, das ist so teuer. Ah, momentan brauche ich es eigentlich nicht. Deswegen, okay, warten wir damit noch. So, Operationbasis waren wir schon. Gehen wir hier hin. So, und für unser Phoenix-Geld haben wir auch schon einen Typen gefunden, wie es scheint. So, der hat richtig geilen Stuff. Ich will, glaube ich, aber auch jetzt heißt es. Sehen Sie her! Sie wollen's, ich hab's. Dass ich links auf der Farm gehen muss. Hm. Der Attribute wahrscheinlich schön. Keine Sorge, nee, lassen wir mal. So, boom. Da mal eben hin. Boah. Ich will jetzt die komplette Dark Zone umrundet habe. Ich könnte auch die Dark Zone benutzen, da durchlatschen. Und dann hier zu dem Safe House kommen. Das ist das Dark Zone Zone 6, also die höchste Dark Zone Zone. Und die wird ja wohl hart sein. Super Preise, super Ware. Kommen Sie und staunen Sie. Sind Sie auf irgendwas gestoßen? Scheinbar. Und hier geht alles hoch. Ja, dieses Preis ist schon okay. Dann legen wir die mal an. Verkauft. Okay. Ich habe die beste Auswahl in New York. Dann verkaufen wir dich mal. So. Ich wollte schon sagen, wir können die mich plötzlich besser machen. Kümmern Sie sich um die Ausrüstung? Was haben wir hier? Achso, das Lazarett. Kann man, was umrundet ist. Like a snowflake. Like a star. Like the moonlight. Oh, so far. Like all the little things that makes me dream of you and thinking if. Like all the little things that makes my day so true and thunderous. Like a snowflake.
like a star, like the